Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum fünften Part meines Unboxings. Im letzten Part habe ich irgendwie Quatsch erzählt, da habe ich gesagt, wir haben bloß noch 10 Packs, dabei haben wir ja noch 20. Wir haben jetzt 40 Packs aufgemacht und 60 sind insgesamt drin, also haben wir noch 20. Uns fehlen jetzt noch 3 Figuren. Können wir nochmal drauf schauen. Und zwar der verrückte Professor, der Frankensteins Monster und die Tiger Lady. Also wie gesagt, 20 Packs haben wir noch und ich hoffe mal, dass wir jetzt alle noch dann zusammenkriegen, alle 16. Also machen wir mal weiter. Die nächsten 10. Jetzt habe ich hier. Das ist Bigfoot. Also ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich Bigfoot ist. Weil er, vielleicht weil man es an den Füßen sieht und weil er eine Kamera dabei hat. Weil irgendwie jeder Mensch, der Bigfoot sehen will, will ihn ja fotografieren und hat eine Kamera dabei. Bigfoot denkt sich vielleicht, jeden Mensch, den ich sehe, der hat irgendwie eine Kamera dabei, schnappe ich mir auch mal eine Kamera. Das ist Bigfoot. Okay. Schauen wir mal weiter. Bitte etwas Neues. Oh ja, die Katzenlady. Die Tigerlady. So. Schwanz. So. Hey. Schönes Gesicht. Wieso? Mit Ohren. Und als Zubehör hat sie hier eine Peitsche. Cool. Die Tigerfrau. Super, fehlen nur noch 2. Okay. Mal weiter. Wie gesagt, alle Figuren mache ich dann nochmal ein separates Video und Review dazu. Ach, das ist der Zombie-Geschäftsmann. Ja, genau. Machen wir hier. Und dann zeige ich alle Figuren nochmal detaillierter. So. Okay. Nächster Pack. 2 Figuren fehlen noch. Ah, das müsste doch klappen, oder? Hoffentlich. Wir haben nochmal Bigfoot. Okay, nächstes Pack. Hier. Wir haben, oh ja, Frankensteins Monster als Rocker. Cool. So. Cool. So. Okay, cool. Der sieht auch richtig cool aus, mit seiner Kette und einem Schloss dann, Vorhängeschloss, einer roten E-Gitarre. Cool. Hinten drauf auch bedruckt mit Schockenroll. Cool. Schockenroll. Der ist ja mal lässig. Frankensteins Rockermonster. Cool. Eine Figur fehlt noch. Also jetzt glaube ich echt, dass wir alle zusammenkriegen.
leider. Zwei neue Figuren schon, das sieht ganz gut aus. Und nochmal Frankensteins Monster. Okay, beiseite. Ja, okay, cool. Den verrückten Professor. Jetzt haben wir alle zusammen. Sehr cool. So. So. Und wieder guckt. Da. Der verrückte Professor. Als Zubehör hier so ein Reagenzglas, da ist eine Fliege drauf oder drin. Der hat sich auch schon ein bisschen auf seinem Anzug bekleckert. Das Gesicht ist cool, die Augen total schräg. Hinten ist er noch nicht bedruckt. Graue, strubbelige Haare. Super. Cool, okay, dann haben wir jetzt alle Figuren zusammen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, genau. Soll ich jetzt weiter aufmachen? Jetzt haben wir ja eigentlich alle. Oder soll ich die dann separat aufmachen? Schwer zu sagen. Ich mache jetzt nochmal hier drei Packs auf, weil jetzt kommen ja sowieso nur noch Doppelte. Also drei mache ich noch schön auf. Könnt ihr mir mal in den Kommentar schreiben, ob ich jetzt noch weiter aufmachen soll und das aufnehmen soll oder ob ich das offscreen machen soll, weil jetzt kennen wir ja eigentlich alle Figuren und dann lieber ein Review machen soll. Das ist die Hexe. Okay, die zwei Packs mache ich noch schön auf. Ja, ich glaube, ich mache das dann offscreen. Mache ich die dann auf und zeige es euch dann. Welche Figur am meisten war, welche am wenigsten. Das ist nochmal der verrückte Professor. Das letzte Pack noch kurz und dann fertig. So. Aber cool, hat doch noch geklappt, alle zusammenzukriegen. Das ist nochmal Frankensteins Rockermonster. So. Okay, dann baue ich mal schön alle Figuren von heute zusammen und zeige sie euch. Also, bis gleich. Hi Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alle 10 Figuren aufgebaut, die wir in den heutigen Packs haben. Fangen wir an. Wir hatten dreimal Frankensteins Rockermonster. Wir hatten zweimal den verrückten Professor. Je einmal Tiger Lady. Einmal die Hexe samt Katze. Zweimal Bigfoot. Und einmal den Zombie-Geschäftsmann. Okay, dann danke mal für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben jetzt alle 16 Figuren zusammen, das freut mich. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich jetzt noch ein Part von den letzten 10 Packs mache oder wie ich es dann mache. Werdet ihr dann sehen, aber ein Review mache ich dann ja auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ja dann noch anschauen. Bis dahin sage ich mal tschüss, ciao und danke und bye.